Hallo zusammen, hier ist wieder Chillan Schuch wieder für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können und erkunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir das Achievement Djaradin Rätsel und dafür müssen wir Folgendes machen. Stellt 50 widerstandsfähige Steine auf den Zaquili Altar wieder her während des Ereignisses Forscher unter Feuer, Untersuchung der Zaquili Ruinen. Und wo sind wir da? Wir befinden uns einmal hier in der Zaralek-Höhle und hier brauchen wir ein Event, das schimpft sich Forscher unter Feuer, Untersuchung der Zaquili-Ruinen. Und hier ist es so, dass das immer um halb startet, also immer zur halben Stunde. Und jetzt ist es so, dass wir dementsprechend auf, hier in dem Event den Step Nummer 7 kommen müssen und dann können wir nämlich hier so kleine Steinchen aufklauben. Und diese Steinchen können wir dann hier in diesen Altar reinlegen und wenn wir das 50 Mal machen, gibt es das Achievement. Hört sich einfach an, ist es aber nicht, denn ihr könnt nur jede zweite Woche das Achievement weiter progressen, denn es gibt zwei Events. Es gibt einmal Untersuchung der Zaquili-Ruinen und dann die Titanenabregelung. Heißt, eine Woche ist quasi die Zaquili-Ruine hier und eine Woche ist die Titanenabregelung. Jetzt ist es auch so, dass ihr möglichst einen Schlachtzug braucht, denn ihr habt das Problem, dass ihr hier einen Timer habt. Wir sind so 8-9 Minuten, irgendwas so um den Dreh rum, hat man Zeit, die ersten 9 Events abzuschließen. Nachdem der Timer rum ist, war es das. Ihr seht, bei der Gruppe hier, 40-Mann-Gruppe oder fast 40-Mann-Gruppe, haben wir jetzt nach dem Event noch etwa 1,5-2 Minuten Zeit gehabt. Dementsprechend ist es relativ close. Wenn ihr hier alleine seid, kommt ihr gar nicht bis zu dem Altar-Event. Heißt, ihr benötigt am besten halt eine Gruppe, wo ihr euch mit reinqueut. Die heißen meistens Forscher unter Feuer oder Researcher under Fire im Englischen. Und dementsprechend, da kommt ihr dann halt auch so weit, dass ihr das Ganze quasi hier angehen könnt. Das Problem, was ihr dann habt, ne, es sind natürlich ein Haufen andere Leute in der Gruppe. In diesen Altar kann man nur 25 von den Steinchen reinbasteln. Heißt, ihr müsst halt schnell sein, dass ihr derjenige seid, der eins von den Steinchen reinsetzt. Ich kann empfehlen, sobald dieser Krabbenboss kommt, der bei 6 von 12 am Start ist, dass ihr schon mal hier runterlauft und hier diese Dinger euch an die Spot stellt. Die Steinchen sieht man vorher schon, wo die etwas spawnen. Und ihr könnt die aber erst dann anklicken, wenn ihr quasi bei 7 von 12 seid. Also einfach schon mal hinstellen, sofort das Ding anklicken rein und das nächste. Meistens machen das auch ein paar andere Leute. Was ihr dann noch alternativ machen könnt, ihr könnt aus dem Schlachtzug rausgehen und dann in einem anderen Phasing vielleicht auch noch ein paar mitnehmen, wenn ihr Glück habt. Ja? So könnt ihr eventuell pro Event 3, 4, 5 bekommen, je nachdem wie viel Glück ihr habt. Eins solltet ihr aber auf jeden Fall immer kriegen. Genau. Mehr ist es tatsächlich nicht. Wenn ihr das abgeschlossen habt und einige andere Achievements, hier bei dem Event, wo ich auch schon Videos gemacht habe, gibt es auch noch Meta-Achievement und der hat dann einen netten Titel noch mit dabei. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Toy Guide. Nein, nicht Toy Guide, sondern Achievement Guide, so rum. Und dann verabschiede ich mich an der Stelle, euer Tila, bis zum nächsten Mal, ciao.